Danke, Sharon Satz. Es ist eine schier unglaubliche Geschichte. Vom Multimillionär ist der Anwohner Gustav Maurer innerhalb von wenigen Wochen zum Sozialhilfebezüger geworden. Die Schuld gibt er dabei im Kanton Thurgau, wo ihm Land geklaut und so in Ruin getrieben hat. Passiert ist das Ganze zwar schon vor 25 Jahren. Sein Kampf um seinen Besitz führt Gustav Maurer zusammen mit seiner Frau aber bis heute weiter. Fabian Mon. Sehepaar Maurer hat alles gehabt und alles verloren. Ende der 80er Jahre ist Gustav Maurer einer der grössten Baulöwen im Kanton Thurgau. Die Familie wohnt in einer Villa in Amriswil, hat Millionen auf der Bank und besitzt Immobilien en masse. Heute wohnen sie in einer Wohnung, die ihrem Sohn gehört und müssen an allen Ecken sparen. Die Maurer sind überzeugt, dass verschiedene Behörden im Thurgau sie absichtlich in Ruin getrieben haben. Aus einem erfolgreichen Unternehmertum, aus der dritten Generation, die ich übernehmen durfte, bin ich aus dem heiterer Himmel geschlagen worden mit einer organisierten Enteignung, also Landraub, wo der Kanton auf sich geladen hat, und bin über Nacht in der Fürsorge zugefallen. Konkret geht es um das Stück Land zu Matzingen, wo mittlerweile eine Primarschule draufsteht. Mit seiner Firma kaufte Gustav Maurer das Grundstück Anfangs 90er Jahre für gut 7 Millionen Franken mit dem Ziel, ein neues Zentrum für Matzingen zu bauen. Nur ein paar Wochen später sagt aber die Schule, dass sie das Land braucht. Der Gustav Maurer kämpft bis vor das Bundesgericht dagegen an, verliert aber und wird enteignet. Statt der 7 Millionen, die er gezahlt hat, wird ihm eine Entschädigung von 2,1 Millionen Franken zugesprochen. Das Geld wird zwar der Thurgauer Kantonalbank überwiesen, bekommen hat er es aber nie, sagt Gustav Maurer. Genau das Geld hätte ihm gefehlt, um die laufenden Kosten, Hypotheken oder zum Beispiel auch den Anwalt zu zahlen. Die Firmen von Gustav Maurer gehen Konkurs. Er verliert seine Villa, sein Vermögen und seine Liegenschaften. Er wird vom reichen Unternehmer zum mittellosen, verbitterten Mann. Ich bin rund ein Jahrzehnt gar nicht mehr zum Haus aus. Ich habe auch keinen Einkauf gemacht. Ich habe seit Jahrzehnten quasi kein Wirtshaus mehr besuchen. Ich war dann 4 Jahre bei der Bundesbahn angestellt, beim Dienst für Zählwesen. Ich musste Passagiere zählen und habe einfach auf sehr, sehr, sehr dünnem Eis einfach das Leben abgelebt, aber ohne jegliche Lebensfreude in dem Sinn, dass mir alles verwirrt war. Gleichzeitig startete Gustav Maurer seinen Kampf gegen das System. Er deckt Thurgauer Kantonalbank, die Schule zu Matzingen, verschiedene Thurgauer Behörden und andere Involvierte mit Klagen ein. Zu einer Verhandlung kommt es aber nie, weil alle Gerichte unentgeltlich Rechtspflege ablehnen. Heisst, Gustav Maurer hätte die Prozesskosten vorschiessen müssen. Das Geld dafür hat er aber nicht. Er weiss zwar nicht wieso, aber er ist überzeugt, dass alles ein abgekartetes Spiel mit dem Ziel, ihn kaputt zu machen. So sei er zum Beispiel von der Bank zu Unterschriften gezwungen worden. Die TKB hat die Entschädigung von 2,1 Millionen, weil ja nur ein Drittel gewesen wäre von unseren Forderungen, hat sie unterschlagen. Aufgrund von einer Nötigung, die sie vorher von mir abverlangt hat. Und somit bin ich unentschädigt enteignet worden. Das heisst, das Grundstück Matzingen ist heute noch mein Eigentum. Da kann man drüllen, wie man will. Die Schulanlage steht auf Land, wo ihnen nicht gehört. Auch wenn die dort mal Verantwortlichen schon längstens nicht mehr im Amt sind, bei der Schule und bei der Bank will man nichts wissen von einer gross angelegten Mauschelei. Also ausschliessen kann ich es nicht, weil ich es einfach nicht genau weiss. Aber ich gehe davon aus, dass es so war, dass keine Mauschelei stattgefunden hat. Mit dem Vorgehen vom Herrn Maurer habe ich ein bisschen Mühe, weil ich denke, letztendlich, wenn man durch so viele Instanzen durch immer wieder abgewiesen wird, muss man irgendwann halt einfach mal einsehen, es geht wahrscheinlich nicht, und vielleicht auch mal überdenken, ob man selber vielleicht auch ein bisschen etwas Falschem nachrennt, wo keinen Sinn mehr macht irgendwann. Wir bitten um Verständnis, dass wir vor dem Hintergrund der laufenden juristischen Verfahren und des Bankkundengeheimnisses keine Stellung beziehen können. Wir verweisen auf die diversen Gerichtsurteile, die in diesem Zusammenhang bereits gefällt worden sind. Die Thurgauer Kantonalbank hält sich an die geltenden Vorschriften und Gesetze und nimmt ihre Verantwortung wahr.
Aus dem Dokument von Gustav Maurer ist klar ersichtlich, dass er Papier unterschrieben hat, wo der Bank das Recht gibt, seine Entschädigung zu behalten. Es ist aber auch Fakt, dass sein eigener Anwalt, der ihn anscheinend falsch beraten hat, später Präsident der TKB geworden ist. Auch diverse hochrangige Thurgauer Politiker sind dortmal unter anderem als Anwalt in die ganze Angelegenheit involviert. Effektive Beweise für einen grossen, von oben gesteuerten Filz im Thurgau oder Drohungen der Bank hat Gustav Maurer aber nicht. Darum fordert er, dass eine unabhängige parlamentarische Untersuchungskommission, kurz PUK, die ganze Sache untersucht. Ich komme so nicht weiter, so kommt nur die PUK. Das ist meine Lösung. Und nur die PUK kann das Ganze aufbrechen. Das Problem am Ganzen? Im Thurgauer Recht gibt es die Möglichkeit von einer PUK gar nicht. Es bräuchte also fast eine Gesetzesänderung, um eine unabhängige Untersuchung ins Rollen zu bringen. Aufgeben kommt für das Ehepaar aber nicht in Frage. Obwohl die Chancen verschwinden klein und die Opfer dafür umso grösser sind. So hat sich zum Beispiel ein grosser Teil der Familie von Maurers abgewendet. Zumindest in letzter Zeit habe ich gedacht, es wäre schön, wenn wir aufhören könnten. Aber solange mein Mann noch glaubt und hofft, hoffe ich halt mit ihm. Meine Frau und ich sind ganz alleine und wir führen jetzt auch den Kampf noch zu Ende, wie wir angefangen haben, mit der Hoffnung, dass wir das schaffen, was wir uns wünschen, dass wir in dem Sinn Gerechtigkeit noch erfahren. Obwohl es Maurers auch schon diverse Politiker um Hilfe gebeten haben, es sieht so aus, als ob sie ihren Kampf ums Land und die Entschädigung allein austragen müssen. Ein Kampf, der seit mehr als 20 Jahren praktisch der einzige Lebensinhalt von Gustav Maurer und seiner Frau ist. Nur dann, wenn sie ihre kleine Enkeltochter dürfen hüten, können das grösste Verbrechen in der Thurgauer Geschichte, wie es immer wieder sagen, kurz vergessen. Der Beitrag von Fabian Mohn. Silberne Hochzeit feiert dieses Jahr die Band Gotthard. Und für das spezielle Jubiläum bützelt sich die Musik auch richtig raus und dreht den wohl aufwendigsten Videoclip ihrer ganzen Karriere. In ein paar Augenblicken begrüße ich den Bassist Mark Lin und den Gitarrist Freddy Scherer bei mir auf dem Sofa. Bleiben Sie dran.